Hallo, meine Freunde, und damit herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Minecraft-Projekt. Wir spielen hier Minecraft Pixel Moon Battle League, ein neues TT-Projekt. Und ja, in einer Minute geht's schon los, wie man gerade wohl im Chat sehen konnte. Um was geht's hier? Ja, wir kämpfen hier. Es ist so eine Art Varro-Verschnitten, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir haben hier eine Season, die geht über 4 Wochen. Und ja, wir kämpfen auch hier gegeneinander, nur mit der. Im Endeffekt mit diesem Abgrund oder mit diesem Hintergrund, dass hier nur Pokémons gegeneinander spielen und nicht, also Spieler, also die Kämpfe tragen im Endeffekt nur Pokémons aus und nicht die Spieler. So, wir haben jetzt die erste Season hier, das ist, wir haben jetzt die ersten 3 Folgen, die wir jetzt hier aufnehmen in der Vorproduktion und das ist sowieso erstmal unsere Schutzzeit, sprich wir werden jetzt erstmal hier eher aus den Pokémon Center herausgehen und dann die Viecher versuchen zu trainieren, beziehungsweise wir markieren uns dann erstmal hier unsere Kiste, denn da haben wir einen Bogen und den ganzen anderen Schmutz drinne. Und jetzt geht's dann erstmal hier los. Okay, wunderschön. Ne, Sache, also, dann machen wir schon mal das Holzding hier weg. So, klatschen dann dementsprechend unser Schild hier dran. Wenn es denn mal funktionieren würde. Hauen wir es einfach hier so hin. So, nehmen wir das. Hier muss ja eh erstmal nichts weitergehen. So, wenn wir jetzt hier hingehen, das ist das Pokémon Center. Hier drüben ist die Arena. So mehr oder minder. Sieht auch sehr schön aus. Da vorne ist der Tino. Wir nehmen natürlich jetzt jeder einzeln im Bereich auf. Und wir haben jetzt sowieso erstmal 3 Tage Schutzzeit. Das bedeutet auf Deutsch, wir können eh nicht herausgefordert werden oder sonst was. Das ist schon mal im Endeffekt der Vorteil. So, hinten ist die Wand, sprich weiter weg wie hier geht es nicht. Und naja, wir craften uns jetzt mehr oder weniger erstmal hier etwas Holz. Und sehen dann erst mal weiter. Wir müssen natürlich jetzt sowieso erstmal noch ein bisschen mehr oder weniger Abstand halten. Im Vergleich zu den anderen. Ja, ich habe mir als Short-Pokémon hier Glumanda ausgesucht. Wie man Pokéball wirft, das ist mir soweit durchaus bekannt. Jo, vielen Dank. Das ist mir soweit durchaus bekannt. Und, wir sind hier ziemlich hart an der. Goldin. Genau. Und was ihr hier immer mal wieder hört, das sind im Endeffekt einfach nur Pokémons. Deswegen bin ich wundern. Ich habe mich da damals in der Singleplayer-Welt auch ja, so ein wenig erschreckt, so auf Deutsch. Oh, ein Level 3. Hat mich angegriffen. Das ist doch schön. Ich würd gern die Flucht. Charmander! Aha. Charmander! So. Da sollte man hier erstmal weg und irgendwo uns sowieso erstmal zusehen, dass wir hier etwas Holz mitnehmen und uns irgendwo unsere Basis bauen, je nachdem, inwiefern das womöglich ist. Wenn ich mir aber gerade hier so mehr oder weniger die Schluchten anschaue, da sind wir hier so mehr oder minder falsch. Das heißt, wir gehen erstmal hier sowieso weiter. Wie man hier kämpft, etc. pp. Hoffentlich ist das hier alles jetzt keine Spawn Protection, das wäre ein bisschen doof. Ist es nicht. Sehr gut. Ja. Da muss ich mal kurz das hier abbauen. Und das hier wieder dran bauen. So, hat niemand gesehen. Da gehen wir erstmal in die andere Richtung, weil wir hier relativ nah an der Stadtgrenze bzw. an der Weltgrenze sind. Jo, und dann gucken wir einfach mal, was wir machen. Ob wir mal ein bisschen kämpfen oder sonst was. Wir haben hier leider auch erstmal nichts zu essen da. Das ist wohl leider Gottes auch das nächste Problem. Wir müssen dagegen Wasser-Pokémons kämpfen. Und so weiter und so fort. Aber das sehen wir dann sowieso erstmal später weiter. Ich mache mir erstmal kurz hier eine Crafting-Bank. Jo, und dann sehen wir halt sowieso erstmal weiter. Es ist alles ziemlich neu, offen und. Ja, auch etwas nennen wir es einfach mal unerklärliches Blibble. Ja, entweder wir fliegen nach der Schutzzeit, also sprich in den ersten 3 Tagen raus oder halt auch nicht, je nachdem. Das ist dann, denke ich mal, ja, so eine Sache der Sache. Aber wir bauen uns dann erstmal eine kleine Hütte. Also wirklich klein, sehr minimalistisch gehalten. Und dann schauen wir einfach mal. Wie das so weitergeht. Ich lasse mich, wie gesagt, da selbst überraschen. Ich habe das Modpack noch nie gespielt, aber das haben hier die größtenteils der Leute auch nicht getan. Das sind alles Stein-Pokémon. Ich glaube, gegen die sollte man sich jetzt nicht gerade anlegen.
Allgemein sollte man hier vielleicht etwas Abstand halten und lieber etwas runter. Da hinten sieht's schön aus. Da hinten sieht's schön aus. Da bewegen wir uns einfach mal hin. Ohne dass wir hier irgendwie versuchen zu sterben. Sehr schön. Weil die Pokémons sind auch alle in einer etwas, ja, nennen wir es mal, höheren Levelstufe. Bis auf das. Ja, Mensch. Gut, selbst das ist Level 26. Und wir haben gerade mal Level 5. Also da sollte man dann dementsprechend schon etwas aufpassen. So. Whatever, wer hier auch immer ist, denn die Namen kann man nicht sehen. Ja, etwas Musik, melodisch, genau. Etwas Musik haben wir hier auch. Ist eigentlich eine schöne Sache. Was zur Hölle ist das hier eigentlich? Das scheint mehr oder weniger eine kleine Unterkunft zu sein. Auch schön. So, und wir sollten uns jetzt aber erstmal mehr oder weniger Richtung Wasser bewegen, denn wir brauchen etwas zu essen. Oh, ein Dickter, aber alles Level 24. Das ist alles ein bisschen... Naja. Ein wildes Shiggy Level 10. Also wir kommen der Sache wohl so langsam näher. Wir bewegen uns einfach mal etwas außerhalb. Ein Level 15er Pokémon. Das ist, sind jetzt nicht nur originale Namen hier vertreten. Lizenzrechtliche Gründe ist ja Standard von diesem Modpack. Aber ich denke mal, hier sind auch viele Pokémon aus sämtlichen Generationen irgendwie zusammengemodelt. Hier ist auch schon wieder eine Levelgrenze. Okay. Also soweit haben wir das Ganze ja eigentlich gar nicht. Mal schon mal kurz so mehr oder weniger gucken hier, wo wir jetzt unsere Hütte bauen. Gerade mal hier die 5 Dinger hier nähern. Mit 36 Dingern werden wir da, wo jetzt auch großartig nicht weiterkommen. Wo bauen wir unsere Hütte hin? Das ist eine sehr gute Frage. Am besten irgendwo hier hin, würde ich mal sagen. Das ist jetzt nicht so weit vom Pokémon Center entfernt. Mehr oder weniger hier halb in der Wüste. Whatever. So, bauen wir das einfach mal. Gibt es hier irgendwie einen ebenen Weg? Wäre mal schön. Gut, fail. Okay. Naja, mach du mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 oder so. Whatever, so. Den lassen wir als Eingang. Das nehmen wir hier hin. Das bauen wir wieder so ab. Und dann ziehen wir hier so mehr oder weniger unser kleines Häuschen auf. Dass ich erstmal diese komische Werkbank hier reinstelle. Mir sowieso erstmal jetzt hier Gelümpe craften. Was wir hier brauchen. Sprich eine Axt und Voilà, das war das Falsche. So war das doch, oder? Ne, da war das so, genau. Dass wir uns hier ein Bild Holz schlagen können, ein Bild das und dann noch die übliche Vorgehensweise mit der Schaufel. Alles logischerweise erstmal aus Holz. So, dann gehen wir hier rein, das runter, mal das hier rein, mal das so rein, das hier so rein. Und dann einmal noch so. Da haben wir nämlich noch ein Schwert. So. Und es wird auch schön dunkel. Und Fackeln haben wir nämlich wunderbar, nämlich auch noch großartig keine mit da. Aber sollte jetzt auch nicht das Problem darstellen. Ich mache erstmal kurz hier die Hütte zu. So, das war es im Endeffekt. Und jetzt muss ich mal kurz hier in den Grafikeinstellungen, in den Wolken an, Helligkeit plus 50, also plus 100. So, und schon sehen wir nämlich hier wieder alles, ne? Schöne Sache, so cheatet man heute da, Und es hieß im Wasser, und da müssen wir nämlich jetzt auch irgendwie Carburator oder irgendwie so ein Schritt finden. Da ist auch der Krebs. Magikarp. Ah, Carburator. So, da haben wir es zum Beispiel. Magikarp. Magikarp. Der interessiert sich gar nicht dafür. Magikarp. Aber er baut erstmal sehr schön alles ab.
Naja gut, dann müssen wir nochmal zusehen, dass wir hier irgendwie diese komischen Kapratore finden. Und zwar bevor uns das Essen ausgeht. Und dann müssen wir mal gucken, wie man im Allgemeinen hier... Ah toll, das ist ja niedrig, das Wasser. Okay, dann wird das wohl doch nicht. Dann müssen wir erstmal kurz warten, denn unsere Anfangs-Pokémons, die sollten... wohl vorübergehend erstmal nicht großartig zu sehen sein, den Feind, was mir aber relativ egal ist, weil ich brauche etwas zu essen. Und gerade eben waren hier noch Pokémons. Magikarp, Goldeen, Goldeen. Caprado, Level 11. Uah. Mal aufpassen, dass ich jetzt hier nicht so wegnehme. Magikarp, Goldeen. Dann greifen wir das mal an. Mit Kratzer. Charmander! Das dauert natürlich alles ein bisschen. Bis das jetzt, bis das Ganze hier unten ist. So sieht im Endeffekt das Kampfsystem. Das sieht jetzt gerade scheiße aus, weil er immer wieder. Weil er immer wieder unter Wasser geht, um das Vieh anzugreifen. Deswegen seht ihr jetzt da gerade nicht gerade viel. Ja, ihr seht schon hier, wir verlieren nichts, weil was kann Caprador schon machen? Es kann planschen und das zieht in Scheißdreck ab. So, jetzt noch das letzte Mal. Magikarp. Sehr schön. Und da haben wir etwas Fisch bekommen. Jetzt sollten wir eventuell noch braten, wenn ich so gerade das mal hier so sehe. Das dürfte auch nicht das Problem sein. Also, Leute, egal wie weit wir kommen, Spaß wird es auf jeden Fall machen. Das kann ich euch in dem Sinne schon mal so versprechen. So, da ist noch ein bisschen... Das ist gar kein Stein, oder? Orange gefärbter Ton. Ja, das ist jetzt der Typ... Fail! Wow, wow, wow. Schön mit der Ruhe. Schön mit der Ruhe. Ich habe im Endeffekt hier mein Ding. Baue ich mir jetzt einfach mal hier. Das ist orange gefärbter Ton. Taudau, Vieh aus großer Höhe, das ist natürlich nicht so schön. Herzlichen Glückwunsch wird da auch geschrieben. Aber wie es wohl mehr oder weniger aussieht, gibt es ja gar keinen richtigen Stein. Eva würde mich das schon jetzt gerade sehr schwer wundern. Da gibt es wohl anscheinend noch diesen Ton, aber das sollte jetzt ja auch nicht das Problem sein. Weil dann gucken wir uns das hier einfach mal an und wie Ofen gebaut wird, das weiß ich ja Gott sei Dank noch. Aber nee. Leider akzeptiert er das so auch nicht. Das ist leider Ton und das ist roter Sand. Das heißt, entweder müssen wir noch etwas weiter nach unten. Gucken wir einfach mal. Irgendwie muss man sich ja auch einen Ofen bauen können, ne? Also, so geht, also ohne geht es dann ja im Endeffekt auch nicht. Ah, guck an. Das ist aber relativ weit unten. So. Dann gucken wir mal, da haben wir jetzt hier nicht die ersten Steine. Es ist halt gerade ein bisschen düster, es tut mir leid, aber... das geht gerade leider nicht anders. Und wir hoffen halt, dass wir mehr oder weniger, dass wir hier mehr oder minder noch relativ schnell rankommen. Und dass es auch mehr oder weniger bald wieder Tag wird. Das wäre da sehr zu wünschen. Und ich muss dann noch auf die Zeit achten, weil 15 Minuten ist hier das Maximum. So, und die groben Regeln, wieder, wenn sie jemanden interessieren, ich kann sie dann auch gerne noch im Nachhinein sagen. Ist ja im Übrigen gerade genauso viel wie ihr. Also deswegen bitte nicht beschweren, aber das reicht jetzt hier sowieso erstmal.
Holz hätte ich, mit Holz sieht es wohl dann wohl hier ein bisschen mau aus in den, in der ganzen, Gedüsele. Aber, naja, gucken wir mal. Wir nehmen das Ganze einfach mal, hauen jetzt mal, ach, hier ist sogar noch Feuer drin, ich bin beeindruckt. Ah ne, ist es nicht, das täuscht alles nur. Diese Schweine, ich habe ja nicht mehr Holz. Kannst du Stock reinnehmen zum Verbrennen? Ja. Wird noch nicht lange halten. Okay, hat an sich gar nicht lange gehalten. Aber okay, meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig hier für den Part. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen nicht vergessen und bis dann. Oder ne? Tüdelü.